Vor mir steht Smudo, die Pop-Legende, der gestern Abend das letzte Mal gefahren ist. Wann rechnest du mit deinem Einsatz? Also ich bin gestern in den Start gefahren, es waren 2 Stunden in den Start, wir haben mal 2 Stunden Stints mit unserem Dieselfahrzeug und ich werde jetzt in einer guten Viertelstunde in etwas über etwas nach 10 wahrscheinlich in das Auto gehen. Und das ist speziell jetzt darauf vorbereitet oder nimmst du das alles ganz locker? Naja, also eine gewisse Lockerheit ist schon wichtig, nicht angespannt, aber eine gewisse gesunde Grundnervosität ist auch gut, weil das die Aufmerksamkeitslevel erhöht, aber der entsteht von ganz alleine. Wenn ich an einem Auto bin, angeschnallt in der Pelle sitze und Helm auf und so, jetzt gerade nicht, aber ich habe mich in aller Ruhe jetzt anziehen, in aller Ruhe dann ins Cockpit begeben und in aller Ruhe dann im Regen rollen. Wir haben ja jetzt in den letzten 2 Stunden jede Menge Ausrutscher von Top-Leuten gesehen. Hast du ein bisschen Respekt vor der Strecke? Oder? Ja, also selbstverständlich ist das eine Strecke, auf der man immer aufpassen muss, immer. Und natürlich auch klar im Regen und all das. Aber wir haben den Vorteil, dass wir nicht mit 600 PS, trotz Traktionskontrolle, sind wir nicht unterwegs und haben kein heckbetriebenes Fahrzeug. Und wir müssen nicht so oft von der Linie runter wie die Schnellen, wenn sie den Kleinen ausweichen müssen. Wir fahren Vorderrad mit 250 PS, 1100 Kilo, das ist auch schon spannend. Aber da ist der Grenzbereich etwas beherrschbarer. Das Auto hat nicht so ein Snappy, also das reagiert nicht so plötzlich und ist dann nicht mehr zu halten. Sondern beim Vorderradantrieb hilft es oft einfach nur ein bisschen das Gas rauszunehmen.